Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Lektion, zu diesem Video. Es wird eine sehr, sehr kurze Lektion und ich möchte in dieser Lektion einfach mal bezüglich Vertrieb und Marketing einen Satz raushauen, den ich schon 100 Millionen Mal gehört habe, du wahrscheinlich auch schon ein paar Mal, und der lautet wie folgt: Verkaufe immer nur den nächsten Schritt. Und ich möchte diesen Satz ganz gerne ergänzen mit: Verkaufe immer den nächsten Schritt. Und der zweite Satz unterscheidet sich eben von dem ersten Satz, in dem das Wörtchen nur nicht dabei ist. Und der zweite Satz ist meiner Erfahrung nach und meines Wissens nach auch noch wichtiger wie der erste Satz. Also nochmal zur Wiederholung: Verkaufe immer nur den nächsten Schritt und verkaufe immer den nächsten Schritt. Was genau meine ich damit? In dieser Lektion möchte ich es ganz kurz mit dir besprechen. Verkaufe immer nur den nächsten Schritt. Er trifft zum Beispiel, wie wir in den vorigen Lektionen gelernt haben, ja, im Aufbau einer Landingpage. Ja. Also wir haben für einen ganz bestimmten Schritt in unserem Vertriebsprozess, wo wir jetzt quasi von hin zu unseren Kunden leiten möchten. Ja. Also zum Beispiel, wir haben einen Interessenten von eingetragen mit der E-Mail, möchten wir ihn jetzt hinzuleiten, Download von irgendwelchen Informationen. Von Download irgendwelche Informationen möchten wir ihn hinleiten zum Teilnahme am Webinar. Von Teilnahme am Webinar möchten wir ihn hinzuleiten zu Teilnahme einer Strategiesession via Zoom-Call. Von Teilnahme eines Zoom-Calls hinleiten zum Kauf unseres ersten Workshops für 5.000 Euro und so weiter und so weiter. Und wir verkaufen jeweils in der jeweiligen Prozesskette, in der jeweiligen Stufe immer nur den nächsten Schritt. Ich möchte sagen, okay, das ist grundsätzlich richtig so, aber man sollte auch immer wieder das große Ziel in der Zukunft mit ins Gedächtnis rufen. Also wofür das Ganze? Ne? Ich verkaufe zwar jetzt nur diesen einen Schritt, Download, Teilnahme am Webinar, Teilnahme am Zoom-Call, Teilnahme am Workshop, aber warum machen wir den Workshop, warum machen wir den Zoom-Call? Ja, das sozusagen das Warum, warum machen wir diese einzelnen Schritte, der große sozusagen das große Bild immer wieder auch ins Bewusstsein des Interessenten bzw. des Kunden rufen. Zum Beispiel, wir wollen innerhalb der nächsten 2 Jahre auf 2 Millionen Euro skalieren. Ja? Das kann natürlich immer wieder helfen, dass man sich immer wieder dieses große Ziel ins Bewusstsein ruft. Und deswegen die kleinen Hürden, die da vielleicht jetzt gerade sind, und die kleinen Entscheidungen, die man da jetzt fällen muss: Das kostet 2.000 Euro, das 4.000 Euro, das 20.000 Euro, Werbebudget 5.000 Euro, einfach wieder in Relation setzen kann zu dem großen Ziel, das man jetzt in 12, 24 Monaten hat, von 2, 3 Millionen Euro Umsatz zum Beispiel, oder skalieren, oder 20 Mitarbeiter einstellen, oder. Deswegen sage ich, okay, verkaufe immer nur den nächsten Schritt, stimmt soweit, aber immer auch wieder in Erinnerung rufen, das große Ziel, finde ich zum Beispiel super, super wichtig. Und das bei manchen Coaches da draußen, die sagen halt, verkaufe immer nur den nächsten Schritt, Punkt. Und ich sage, verkaufe immer nur den nächsten Schritt und verkaufe auch immer das große Ziel, ja? Das große Bild, the big picture, wie die Engländer so schön sagen. Ja? Das zweite ist, verkaufe immer den nächsten Schritt. Und das ist eine Sache, die ist super, super interessant zu beobachten. Bei all meinen Kunden, die zu mir kommen, die ich dann begleiten in all unseren Themen, wo wir eben begleiten, Vertrieb und Marketing, und dann, sagen wir mal, zum ersten Call kommen, ja, dann zum ersten Workshop kommen, ja, und der ist dann beendet. Also wir sind dann quasi mit denen in den Call drinnen teilweise, ja, je nachdem, welche Pakete man eben bei uns bucht, bei Client Marketing Consulting, und dann sind wir da eben drin, und dann gab es einen, also wir haben einen Workshop verkauft, ne? Oder die Strategie-Session für 2 Stunden, für 4 Stunden. Und dann ist die beendet worden, ja? Und dann sage ich zu meinem Kunden, okay, wie seid ihr denn verblieben? Und dann heißt es, naja, war ein guter Workshop. Dann sage ich, ja, okay, nochmal die Frage, wie seid ihr denn verblieben? Ja? Verkaufe nicht immer nur den nächsten Schritt, sondern verkaufe immer den nächsten Schritt.
alles, was du tust an Dienstleistungen, egal in welcher Phase, ob ein Workshop, ob ein großes Projekt programmieren, egal was du tust, dient immer nur dazu, um als Vorlage, um schon wieder das nächste Projekt zu verkaufen. Den nächsten Workshop, den nächstgrößeren Workshop und. Das heißt, egal was du tust, jede Aktion, jedes Telefonat, jeder Call, jeder Zoom-Call, jedes Webinar, jedes Projekt, jede Programmierung, alles was du tust, dient immer nur dazu, schon wieder das nächste Projekt, den nächsten Kunden zu gewinnen und zu verkaufen. Und ganz besonders diese ganzen Einstiegsangebote, wie kleine Workshops, kleine Strategiesessions und. Das ist nicht nur einfach, jetzt haben wir das erfolgreich abgeschlossen, cool, der Kunde ist zufrieden, ich habe einen Kunden gewonnen, super, hat mir 4.000 Euro überwiesen. Aber was ist der nächste Schritt? Ja? Was hast du verkauft? Du hast hier quasi Mehrwert geboten, ja? Du hast abgeliefert, deine Dienstleistung, deine Beratung, deine Programmierung, was auch immer, ja? Dein Produkt, deine Dienstleistung, aber was hast du verkauft? Ja? Was ist dein Call to Action am Ende dieser Session, dieses Workshops gewesen? Ja, der fehlt leider fast immer, würde ich fast sagen. Ja? Und das ist eben auch eine Sache, die wir bei uns hier halt natürlich in der Akademie sehr stark schulen, weil es eben, ja, besonders auch in den deutschen Breitengraden hier, wo man einfach es auch nicht so gewöhnt ist, immer wieder daran zu denken, okay, warum mache ich das jetzt eigentlich? Ja? Also was ist denn der nächste Schritt, den ich den jetzt halt verkaufen kann? Ja? Und dass ich das letztendlich immer und immer und immer so denken muss, denn wenn ich das nicht tue, dann lasse ich eine Menge Umsatz und Potenzial auf der Straße liegen. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat dich weitergebracht und dann sehen wir uns in der nächsten Lektion. Ich freue mich auf dich. Dein Thomas Klein. Happy Hunting. Bye bye.